Hi, hallo und herzlich willkommen. Heute kaufen wir Hanami und Birkir. Die jorvikische Sagenwelt ist reich an Geschichten über Baumgeister, die als Pferde erscheinen, und fast jeder Baum hat seine eigene Geschichte. Das Birkir ist das Pferd der Birke. Einem Birke zu begegnen ist ein Zeichen für einen Neuanfang nach überstandener Widrigkeit. Birkire sind vor allem im Frühling anzutreffen. Sie helfen dort verirrten Reisenden. Als der Frühling über das Land zog, regte sich ein Birkenhain und schüttelte seinen Winterschlaf ab. Sein Erwachen wurde durch eine Wanderin gestört, die im Wald unterwegs war. Die Bäume beobachteten, wie die Reisenden im Wald im Kreis liefen, bevor sie sich schließlich eingestand, dass sie sich verirrt hatte. Sie setzte sich an einen der Birkenstämme und flehte mit Tränen in den Augen um ein Zeichen des Waldes, wohin sie gehen sollte. Da wehte der Wanderin einen Windhauch über die Wange. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass es kein Baum war, an den sie sich lehnte, sondern das Bein eines Pferdes. Das Pferd war weiß und schwarz, und aus seiner Mähne sprossen grüne Blätter. Der Blick des Pferdes versprach Hilfe. Dankbarkeit folgte den Reisenden dem Birkir bis zum Waldrand und gelangte sicher nach Hause. Das Birkir gleicht dem geschmeidigen Mawari, so geradlinig und schlank wie die Stämme der Birken. Während es normalerweise Birken ähnelt, kann es sich als normales Pferd tarnen. Birkire lieben es zu rennen und den Wind in ihrer Mähne zu spüren. Aber sie stehen auch gerne still und lassen sich die Brise durch die Mähne und den Schweif weben. Wie ihre Bäume sind sie aufmerksam und verirren sich daher selten und sind ausgezeichnete Menschenkenner. Von Natur aus mutig lieben sie es, sich mit einem Reiter immer neue Abenteuer zu stürzen. Für 450 Sarcoins hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Gibt's das? Ja, Birch. Dann wird das hier... Ich könnte es Birchy nennen, oder? Birchy. Irgendwie ist das süß. Du heißt jetzt Birchy. Wir schauen uns erst die Putzanimation an, jetzt, wo es endlich funktioniert. Ich hatte nämlich gerade irgendwie... Eigentlich gedacht, ich mache es in Hollywoods, aber ich habe... ja, erstmal das probiert, es ging nichts. Ah, oh, ein Wintersteigen. Und finde ich eigentlich ganz süß, die Putzanimation. Wir sehen das Level Up bei Birkir. Aber vor allem wird das jetzt für mich gerade auch so ein bisschen, das erste Mal ein Mawari, weil ich hatte nämlich noch gar keinen. Wir haben einmal Schritt. Trab. Ich finde, der sieht sehr smooth aus. Gefällt mir irgendwie sehr gut. Langsam Galopp. Und Vollgas. Okay, die Vollbremsung hat wieder nicht funktioniert. Oh, wir haben eine dramatische Vollbremsung. Wir haben den Rückwärtsgang. Bitte einmal so weit bis zur Flasche. Das Steigen, das finde ich auch extrem cool bei dem. Wir haben keine Special-Animation da sonst. Ich finde den Sliding-Stop wild. Das ist richtig wild. Oha. Gucken wir uns bei der normalen Fellfarbe auch nochmal an. Ich finde auch die Mähne unheimlich schön, wie die im Wind mitgeht. Vielleicht werde ich doch noch ein Mawari-Fan mal schauen. Eigentlich habe ich gedacht, ich finde die Mawaris doof, aber irgendwie gefällt der mir doch ganz gut. Ich finde auch die Färbung unheimlich schön. Dass der Bauch weiß ist, die Blässe sieht unheimlich cool aus. So, der gefällt mir echt sehr gut. Ich habe auch von den normalen Mawari-Fellfarben einen absoluten Favoriten. Vielleicht werde ich mir den doch noch dann irgendwann holen. Und, ja, das hier ist Birchy bzw. Birkir. Die jorvikische Sagenwelt ist reich an Geschichten über Baumgeister, die als Pferde erscheinen, und fast jeder Baum hat seine eigene Geschichte.
Die Hanamis gehören zu den Kirschbäumen und sind ein Symbol der Wiedergeburt und Vorbote des Frühlings. Wie die Blüten der Bäume erinnern sie sich daran, die Schönheit von heute zu schätzen, denn sie kann morgen schon verwelkt und verschwunden sein, aber sie wird wiederkommen. Selbst in Japan hat man von Yonjal gehört. Als Zeichen der Freundschaft schickte der Kaiser Kirschbäume her, die den inzwischen längst überwucherten Garten von Doyle's Abbey gepflanzt wurden. Die Reise nach Jorvik war für die Bäume strapaziös und es schien, als würden sie den Winter nicht überleben. Doch als der Frühling kam, zeigten sich rosa Knospen. Die Bäume wurden sorgfältig gepflegt und überlebten. Der Garten wurde zu einem beliebten Ort, um die Freundschaft zu feiern. Doch schließlich erlangten die Sakuras der Wildnis, die Bäume vergingen, bis nur noch einer übrig war und auch dieser schien den Winter nicht zu überleben. Doch als der Frühling kam, brachte der letzte Baum eine riesige Knospe hervor, die ein Fohlen aus den Blüten und Rinde in sich trug. Das Fohlen wuchs schnell, verschwand aber, als die letzten Kirschblüten verwelkten. Im nächsten Jahr aber kehrte es wohlbehalten in den Garten zurück. Heute gibt es auf Jorvik nur noch wenige Kirschbäume, aber die Legende des Hanamis und der japanischen Sakura-Setzlinge lebt weiter. Für das Laienauge erscheint Hanami wie ein normales Pecheron. Aber für magisch Veranlagte sind ihre wallenden Blütenmähen und ihr rindenartiges Fell ein wahres Schauspiel. Je nach Stimmung kann das Hanami sein normales Kirschbaumaussehen zeigen oder als normales Pferd erscheinen. Es ist ruhig und macht gerne Pausen, um an den Blumen zu riechen und die natürliche Schönheit um sich herum zu genießen. Als Gefährten sind Hanamis unerschütterlich und begleiten ihren Reiter furchtlos in allen Abenteuern, die sie erwarten. Auch für 450. Ich guck einmal, ob der Name, den ich hatte, gerne geht. Ich hätte nämlich... Okay, der erste Teil geht schon mal, wenn der zweite auch noch geht. Cherry Blossom, finde ich nämlich irgendwie ganz cool. Und dann zieht auch Hanami bei uns ein. Dann haben wir noch einmal natürlich als erstes die Putzanimation. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es funktioniert sehr gut. Ich muss sagen, ich finde Hanami vom Design her so unheimlich hübsch. Also die Mähne und der Schweif, I'm in love. Wir haben das Level Up von Hanami. Es ist halt, ich finde es schade, dass es ein Pecheron ist. Ich mag die Rasse nicht. Dann haben wir hier den Schritt. Trab. Kanta. Ich mag beim Pecheron auch nicht, dass sie die Beine hinten immer so weit hochziehen. Das ist irgendwie... Und gib Gas. Allerdings, da funktioniert wieder super. Aber Pecheron hat eh nicht wirklich ein. Ach nee. Ha! Ah, ich habe den Rückwärtsgang vergessen. Los, magisches Fell, geh wieder an. Rückwärts natürlich noch. Und da steigen. Jetzt gucken wir uns aber das normale Fell an. Das finde ich super hübsch und Falbe. Aber wenn es nicht das Pecheron wäre. Wenn das auch ein Mavari wäre, ich glaube, dann wäre ich richtig hart in Love damit. Aber es ist leider kein Mavari. Special Gangart können wir uns nicht angucken. Und dann geben wir nochmal Gas. Ja, das hier ist Cherry Blossom, das Hanami. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welchen ihr cooler findet. Bei mir ist es auf jeden Fall Birkir, was ich cooler finde. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.